beide Lehrende an der Hochschule Ruhr-West und haben damit relativ viel Studierenden in Kontakt und haben gerade im Übergang zum digitalen Semester eben die Auswirkungen von Corona dahingehend schon sehr stark gemerkt, dass wir natürlich jetzt einfach den sozialen Kontakt zwischen den Studierenden nicht mehr haben, die sich nicht mehr austauschen können. Und wir dann ja einfach relativ viele Probleme bei den Studierenden, sei es Motivation oder auch das Zugehörigkeitsgefühl, ja erfahren haben, beziehungsweise an uns herangetragen wurde. Und wir überlegt haben, naja, was kann man denn da tun, dass, obwohl wir dieses Social Distancing zu der Zeit hatten, dann die Studierenden trotzdem vielleicht sich zusammensetzen können und lernen können. Weil das Grundproblem, was wir zumindest mitbekommen haben, ist gerade natürlich für Studierende, die neu sind, oder die ja generell vielleicht auch nicht ganz so ein gutes Netz in der Studierendenschaft haben, eben das Problem haben, wenn sie beispielsweise sich Lerninhalte angucken, dass sie eben jetzt alleine vorm Laptop sind und nicht die Austauschmöglichkeit so richtig mit anderen Studierenden haben. Und gerade dieses synchrone Austauschen während der Vorlesung vielleicht mal fragen, was hat der Professor, die Professorin jetzt gerade gesagt? Kannst du mir das nochmal sagen? Oder nachher in der Mensa darüber austauschen, was jetzt in der Vorlesung beispielsweise passiert ist. Das ist ja komplett weggefallen und das ist eigentlich der Kernansatzpunkt unserer Idee gewesen. Wir haben dann gleichzeitig zwei verschiedene Perspektiven. Ich selber komme eher aus der Psychologie. Herr Lingnau kommt eher aus der Informatik und den interaktiven Lernsystemen. Und die Grundannahme dahinter aus meiner Sicht war eben das, was ich gerade schon gesagt habe. Naja, der Mensch ist eigentlich, wie Tomasello sagt, ein ultrasoziales Wesen. Das heißt, dieser Austausch und diese Kommunikation zwischen den Menschen ist eben enorm wichtig. Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn das so einfach wegfällt. Wenngleich die Lernformate natürlich in anderer Weise funktionieren, aber wirklich dieser soziale Austausch und diese Verbundenheit, die man als Student, wenn man gemeinsam in der Vorlesung sitzt, führt, dann eben nicht mehr zu geben ist. Was wir dann aus den Folgen von asynchroner und digitaler Lehre gesehen haben, wir haben uns jetzt hier vor allem auf asynchrone Lehre spezialisiert, weil tatsächlich zumindest bei uns an der Hochschule, wir haben es von anderen Lehrenden auch mitbekommen, ist am Anfang sehr viel auf diese asynchronen Lehrvideos gesetzt wurde, dass ich eben die Vorlesung vertone und dann zeige, was natürlich auch viele Vorteile im Sinne von Diversität hat. Also ich kann je nach meinen Lebensumständen mir dann das Material anschauen, wann es gerade passt. Gerade im Pflegebereich war das ja mit der Kinderbetreuung und so weiter dahingehend sehr gut. Das führt aber dazu, dass Studierende eben noch stärker isoliert sind und eben ein geringeres Gefühl von Verbundenheit haben. Und dieser Kontakt zu den Mitstudierenden verloren geht, wie ich es gerade schon ausgeführt habe. Gleichzeitig haben wir eben weniger Möglichkeiten zum Austausch und zur Unterstützung im Lernprozess. Das heißt, das, was ich gesagt habe in der Mensa danach, nach der Vorlesung, wo das Ganze wirklich noch sehr präsent ist, nochmal fragen, was war denn da jetzt, fällt eben alles weg. Und wir haben auch keine richtige Diskussionskultur mehr. Also, das beobachte ich tatsächlich auch bei synchronen, webbasierten Vorlesungen, aber gerade bei asynchronen Vorlesungen ist es ja so, dass eigentlich gar kein Austausch mehr stattfindet. Also ich gucke mir das Video zu Hause an und im allerbesten Fall bin ich eben motiviert und schreibe vielleicht den Kommilitonen nochmal an oder irgendwie im Forum oder mit den Lehrenden. Ich habe das und das nicht verstanden, aber wirklich so eine Diskussion, wie man sie vielleicht in einer Vorlesung führen würde, funktioniert dann an der Stelle eben eigentlich gar nicht. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir auch Motivationsprobleme bei den Studierenden haben und auch eben Herausforderungen in der Strukturierung des Lernprozesses. Also wenn ich eben einfach geballt mein Material habe und da alleine mit sitze, dann muss ich mich natürlich selber strukturieren, selber auch motivieren, jetzt mir die Vorlesung anzuschauen, das Lernmaterial eben durchzuarbeiten. Das ist natürlich anders, wenn ich sozusagen einen festen Termin habe. Die Vorlesung findet dann immer dienstags dann und dann statt. Was daraus folgt ist, das sind tatsächlich jetzt erste Studien, die jetzt auch schon wahrscheinlich gibt es schon wieder neuere, aber das ist das, worauf wir gefußt haben, dass tatsächlich die mentale Gesundheit der Studierenden leidet. Also wir haben hier eine Metastudie aus Australien, wenn ich mich richtig erinnere, die eben sagt, die zufällig sozusagen mentale Gesundheit gemessen haben vor der Corona-Krise und dann also im ersten Lockdown. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass vor allem Studierende ohne Vorerkrankung eine höhere Tendenz für Depressionen und stärkeres Stressempfinden durch die Pandemie steigen und eben auch die ja gleichzeitig mit der Umsetzung, wie es bisher gelaufen ist, in Teilen unzufrieden sind. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Auswirkungen auch schon so weit in der mentalen Gesundheit verankert, dass man das messen konnte, was natürlich ein drastischer Effekt ist. Und basierend auf dieser
Ja, dieser Idee ist, wie gesagt, aus der Krise eine Möglichkeit entwachsen, denn wir haben am Semesterhack 2.0, das war eben letztes Jahr zur ähnlichen Zeit, einen Hackathon teilgenommen und haben da die Idee, die wir jetzt heute vorstellen, gemeinsam mit weiteren Studierenden auch in digitaler Form erarbeitet. Und daraus ist Lernflix final entstanden. Das Ganze wird noch weiter finanziert durch die Hochschule Ruhr-West. Und wir haben jetzt noch ein paar weitere Funktionen ergänzt, aber das ist so die Grundlage gewesen, dass wir wirklich aus der Krise gemeinsam eben diesen Semesterhack genutzt haben, um Lernflix zu schaffen. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, Lernflix und warum wir das entwickelt haben und noch nicht so ganz was. Und da ist eine ganz gute Analogie, die Freizeitbeschäftigung, die wir in oder in der Corona-Zeit häufig genutzt haben, nämlich gemeinsam etwas zu schauen. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen oder wie viele von Ihnen schon mal die Funktion Netflix Party, ich glaube, die heißt mittlerweile auch anders, oder Disney Party oder so. Also da gibt es halt von verschiedenen Streaming-Diensten die Option, dass man gemeinsam virtuell ein Video gucken kann, um vielleicht dieses Kino erleben oder gemeinsam einen Film zu gucken, dann bei zwei verschiedenen Bildschirmen eben mit Abstand schauen kann. Also mit Abstand meine ich auch in zwei verschiedenen Wohnungen oder an ganz anderen Orten der Welt, also eben nur digital verbunden und nicht in einem physischen Raum. Aber trotzdem hat man dann die Möglichkeit, wenn einer pausiert, pausiert das Video bei allen. Man kann über einen Chat darüber sprechen. Und man kann dann wirklich, hat eben wirklich diesen Effekt, dass man gemeinsam schaut. Und das ist auch die Grundlage von Lernflix, dass wir ja bei asynchronen Videos, die ja an einigen Stellen, wie vorhin schon gesagt, super sinnvoll sind, um bestimmte Diversitätsmerkmale vielleicht auch bedienen zu können, beziehungsweise da helfen zu können, um die Lerninhalte in verschiedenen Umgebungen auch nutzen zu können. Und gleichzeitig aber diese Verbundenheit und den Austausch beim Schauen wieder hinzufügen. Das heißt, unsere Idee war einfach, dass wir eine Plattform, die im besten Fall an eine Plattform auch integriert wird, wo schon die Lerninhalte auch bestehen, installieren und dann da eine Möglichkeit schaffen, dass Studierende gleichzeitig Videos anschauen können und dann auch pausieren können, vielleicht sich Flaggen setzen können, darüber austauschen können. Und das ist die Grundidee von Lernflix. Genau, dass man sich eben, ja, synchron, dann hat man natürlich wieder einen festen Ziel, aber man kann sich in Kleingruppen, in Lerngruppen verabreden und man könnte jetzt sagen, ja gut, man kann sich ja die Videos auch so parallel anschauen, aber eben gerade dieses Stoppen, Zurückspulen, mal eine Markierung setzen und so weiter, das geht eben bei den heutigen Funktionen so einfach nicht. Und das ist tatsächlich, wenn man dann nicht synchron ist beim Videogucken, sehr störend, wenn die eine Person schon, weiß ich nicht, zwei Inhalte weiter ist als die erste Person, dann wird das Diskutieren natürlich wesentlich schwieriger. Und das alles kann Lernflix und löst es auch. Wir haben eben auch die Chance, Markierungen im Video zu setzen, um beispielsweise Fragen später zu klären. Die große Vision ist, das wirklich dann auch im Sinne von so Learning Analytics Sachen an die Lehrenden wieder zu spiegeln. Und unser allgemeines Ziel ist eben, das gemeinsame Lernen unter Studierenden zu fördern und dadurch dann auch wieder so ein Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl zu steigern, dass ich nicht das Gefühl habe, ich sitze ganz alleine jetzt vor dem Rechner und habe eben keine Möglichkeit des Austausches. Und gleichzeitig kann man darüber natürlich eine viel bessere Rückmeldung an die Lehrenden abgeben, weil der Kanal hat uns zumindest aus unserer Perspektive auch immer auf gefilmtem Material hochgeladen hat, hat man eben nicht wie in der Vorlesung gesehen, ah, an der Stelle gucken viele kritisch, das muss ich vielleicht nochmal wiederholen, sondern man weiß eben gar nicht, welche Stellen jetzt wirklich vielleicht problematisch sind und das könnte man dann über diese Markierungen und sehen, okay, wo haben die Studierenden häufig pausiert, auch in anonymer Form, ohne dass Studierende das aktiv melden müssen, dann wieder zurückspiegeln. Diese letzte Funktion ist aktuell in Netflix nicht implementiert, die anderen Funktionen allerdings schon. Genau, das ist jetzt erstmal ein grober Screenshot. Ich glaube, wir sind jetzt, hoffe ich, noch so gut in der Zeit, dass ich tatsächlich mal die Oberfläche auch noch zeigen könnte, wenn da Interesse besteht. Oder wir können erstmal Fragen klären. Also Sie sehen das jetzt hier schon, das ist grob der Aufbau von Lernflix. Das Ganze ist Moodle integriert, weil wir an der Hochschule Moodle nutzen. Und das eben so für uns am komfortabelsten ist, weil man dann eben auch die Logins der Studierenden und so weiter mit einbinden kann.
Und hier kann man, ja, wie Sie sehen, das ist jetzt ein Video, das ist vielleicht verwirrend, weil das ein Code ist. Das ist ein Video aus der Informatik, weil wir eben am Institut Informatik sitzen. Man hat halt eben hier die Möglichkeit zu pausieren, zu play, also Play zu machen. Und das kann jeder machen. Und dann stoppt es halt eben bei jeder Person, die mit in diesem Lernraum hier ist. Ich kann eben eigene Lernräume anlegen. Jeder kann das tun, bei dem in dem Moodle-Kurs dieses Plugin installiert wurde. Und dann kann ich hier eintreten. Momentan ist es noch so, dass es in Anführungsstrichen ungefiltert ist. Das heißt, ich kann einen Raum einstellen und jeder kann da beitreten, was natürlich möglichst inklusiv ist. Vielleicht wollen andere Studierende das nicht. Deswegen sind wir gerade dabei, auch private Räume und etwas elaboriertere Funktionen in der Raumfunktion zu installieren, beziehungsweise ja, zu implementieren erstmal. Und dann sehen wir an der Seite einen Chat. Ich habe hier die Chance, eben eine Flagge zu setzen, die auch wieder zu entfernen. Und die Flagge wird auch später gespeichert. Also das Ganze mit dem Chat wird gespeichert. Das kann ich mir im Nachgang auch nochmal anschauen. Und ich kann hier verschiedene Videos gucken. Das heißt, wenn ich einen Raum erstellt habe, könnte ich theoretisch mehrere hintereinander schauen. Also es ist nicht nur ein Video und dann bricht es ab, sondern ich könnte auch sagen, wir treffen uns den ganzen Samstag und gucken mal drei Videos hintereinander oder so. Genau. Frau Strassmann, es gibt jetzt drei Fragen im Chat, die alle doch auch in die gleiche Richtung gehen. Prinzipiell, ob das auch in andere Systeme integriert werden kann, zum Beispiel MS Teams, oder auch, ob sich das über OLAT integrieren lässt oder auch mit Ilias ja, möglich ist. Das sind die drei Fragen, die jetzt schon mal reingekommen sind. Ja, also so ohne weiteres, dass ich jetzt sage, so kann man jetzt morgen installieren, nicht. Tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja auch eher die Psychologin im Team. Dann wäre Herr Helgert, der maßgeblich für die Programmierung tatsächlich verantwortlich ist, noch besser da geeignet, um eine ganz konkrete Aussage zu machen. Es ist so angelegt, dass wir das schon also quasi in unserem Konzept haben, dass wir das auch für andere Lernplattformen anbieten wollen. Microsoft Teams sehe ich jetzt spontan nicht, weil man da natürlich mit Microsoft irgendwie arbeiten müsste. Das halte ich jetzt erstmal für schwierig, aber Ilias beispielsweise ist ja, zur Übertragung auf jeden Fall geplant, aber funktioniert aktuell jetzt noch nicht so einfach. Aber das ist unsere Vision, dass das auch für andere Plattformen außerhalb von Moodle möglich ist. Super, jetzt kommen trudeln eine ganze Reihe weitere Fragen ein. Ich dock mal sozusagen mit dem letzten an. Kann Wird das der auch mal die Prototyp. Präsentation beenden und die Freigabe kurz beenden, dann sehe ich sie vielleicht auch wieder. Ja. Wird der Prototyp weiterentwickelt? Ja, wie gesagt, wir sind gerade dabei. Ich weiß jetzt nicht, was Sie sehen. Ehrlich gesagt, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die Wir sehen Freigabe jetzt stoppe. Ihren Bildschirm soweit, Ihren kompletten Bildschirm. Okay, dann gehe ich wieder zurück in die Ansicht. So. Okay, das ist nicht ganz so intuitiv. Also der Prototyp, habe ich ja gerade schon gesagt, wir arbeiten an weiteren Funktionen. Also zum einen dieser Learning Analytic-Geschichte, dass wir ja, das Ganze an die Lehrenden auch zurückspiegeln können und dabei gleichzeitig die Bedarfe und den Datenschutz der Studierenden berücksichtigen können. Und dann gleichzeitig die Funktion, dass man sich auch verabreden kann, also wie so eine Doodle-Funktion und private Räume erstellen kann. Wir dachten jetzt im ersten Schritt, ist es gut, dass wir sozusagen das möglichst offen machen, was ja dann auch im Sinne von Erstsemestern so ist. Ich kann was einstellen, jeder kann kommen, auch wenn ich noch keinen kenne. Aber haben in Gesprächen, und das haben wir eben auch parallel in dem Projekt gemacht, dass wir wirklich also Evaluationen gemacht haben, tatsächlich zwei Stück. Einmal eine eher qualitative und dann auch eine quantitative, wo eben mehrere Personen das auch wirklich genutzt haben. Und da haben wir eben rausgehört, dass ja beispielsweise so Exportfunktionen oder auch private Räume und so weiter, das wären, was die Studierenden sich eigentlich gern wünschen würden. Und ja, gerade das mit den privaten Räumen gehen wir jetzt gerade an. Und wir versuchen natürlich auch immer die Oberfläche so ein bisschen zu optimieren. Das ist ja jetzt noch in Anführungsstrichen halbwegs rudimentär, wobei das funktioniert alles soweit. Aber es gibt noch zahlreiche Funktionen, die man sich vorstellen kann, die natürlich nicht alle auf einmal eingebettet werden können. Also wie gesagt, die zwei, die jetzt am ehesten wieder dazukommen, das ist das mit den Learning Analytics und den privaten Räumen sowie der Verabredung von Meetings und dass man dann auch eine E-Mail kriegt, wenn ich jetzt mit einer Person über einen Doodle-Link beispielsweise ein Meeting ausgemacht habe, dass dann Raum erstellt wird und so. Dass man dann wirklich wie so eine kleine Lerneinheit planen kann. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie wir am besten weitermachen. Es sind noch
Sind noch einige Fragen. Sollen wir die jetzt noch weiter beantworten oder würden Sie gerne noch etwas weiteres darstellen? Also ich glaube, es ist dadurch, dass wir können gerne die Fragen erstmal machen, weil man erkennt jetzt auf dem Screenshot, glaube ich, schon relativ gut, wie es aussieht und der Rest wäre jetzt nur nochmal Funktionalität, das aber jetzt, glaube ich, von der Grundidee nichts Neues zeigt, außer das, was ich gesagt habe. Okay, dann würde ich jetzt, es kommen eine Reihe noch technische Fragen und auch einfach von der Organisation her. Ich würde es jetzt einfach mal chronologisch machen, auch wenn es jetzt dann nicht ganz sortiert ist, thematisch. Ja. TK schreibt oder fragt, planen Sie Schnupperkurse anzubieten? Ich würde das gerne an der Hochschule, Musikhochschule Mannheim antesten. Ja, also das ist ja unser Ziel, weswegen wir das jetzt auch hier präsentiert haben. Also wie gesagt, wir sind noch in der Prototypphase. Es ist jetzt noch nicht so, dass man dann das überall machen kann. Aber das würden wir tatsächlich gerne machen. Wir haben das jetzt an der Hochschule erstmal gemacht, dass wir geguckt haben, wie kann man es an der Hochschule weiter ausrollen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben eine Funktionsadresse, die müsste auch hier in dem Stand, Showroom hinterlegt sein. Jeder, der Interesse hat, einfach mal eine E-Mail dahin schreiben, dann versuchen wir sowas wie einen Einführungskurs zu machen. Und dann kann ich nicht versprechen, dass jeder das nutzen kann, aber wir können dann zumindest gucken, ob es irgendwelche Überschneidungs- und Kooperationsmöglichkeiten gibt. Da sind wir sehr gerne offen für, ja. Okay, wunderbar. Vielleicht schaffen Sie es ja nochmal kurz gleich nochmal in den Chat auch Ihre Adresse auch nochmal zu posten, sodass dann das alle zur Verfügung haben. Ja, auf jeden Fall. Frau Grübenmeier schreibt und fragt nochmal nach, ob in einem Raum sich also alle Videos einer Veranstaltung finden. Ja, momentan ist es so, dass man, man lädt in die Videos in Moodle hoch und dann greift unser Tool sozusagen die Videos ab, die in dem Moodle-Kurs hochgeladen wurden. Also ja, ich kann dann jedes Video öffnen in dem Raum, was in dem Moodle-Kurs hochgeladen wurde. Okay, super. Dann jetzt noch mal ein bisschen weiter. Frau Katrin Erdmann fragt, wie es mit Testzugängen aussieht, um es zu testen. Das geht in die gleiche Richtung, wie wir das vorher auch hatten. Mhm. Können Sie da noch was zu sagen? Ja, also das ist so einfach nicht möglich, dass wir jetzt irgendwie einen Test haben, was, wie gesagt, auch in Moodle eingebettet ist und so weiter. Das geht leider noch nicht, aber einfach mal eine E-Mail schreiben, den Kontakt schreibe ich gleich nochmal. Dann gucken wir, inwiefern wir da zusammenkommen können. Super. Und dann fragt auch nochmal Andrea Reichmuth, dezidiert in Bezug auf Moodle, gibt es eine Anleitung, wie das mit Moodle klappt? Ja, also wir arbeiten immer oder haben das immer parallel aufgebaut, sozusagen die Dokumentationsstruktur. Es ist jetzt aber noch nicht so, dass das überall funktioniert. Ne? Also das habe ich gerade gesagt, wir sind wie gesagt nur im Prototypenstatus. Momentan funktioniert das für uns. Und das kann noch nicht an jeder Hochschule so genutzt werden, sondern da müssen wir uns noch eben noch weiterentwickeln und gucken, wie das machbar ist. Aber die Dokumentation per se wäre da, hilft aber nichts, wenn Sie das dann nicht bei Ihnen nutzen können. Genau, also das heißt, es ist auch eben, das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Hier ist nochmal die Nachfrage auch von Herrn Uwe Kemmerer-Seibel, eben ob Sie die Lernflix als Add-on zum Moodle zur Verfügung stellen. Das geht ja dann in die gleiche Richtung, wie Sie es bisher. Ja, genau. Also das machen wir so frei für alle jetzt noch nicht, weil es halt eben, wie gesagt, noch mit der Prototypenstatus ist und wir dann noch so ein paar Dinge klären müssen. Aber theoretisch ist das der Weg, den wir dann gehen würden, wenn es soweit ist, dass man es dann eben als Add-on relativ einfach installieren kann, ja. Mhm. Super. Und dann fragt Frau Bettina Merlin auch nochmal zur Genese, in welchem Rahmen, im Rahmen welches Projektes das Lernflix entstanden ist. Wann das, wie in das welchem Rahmen, in welchem Projektrahmen das Projekt oder Lernflix genau entstanden ist. Also wie gesagt, es ist so, dass die Idee von Andreas Lingner und mir, die Grundidee, also den Übertrag von Netflix Party auf diesen Lernkontext schon vorher bestand. Damit sind wir an den Semesterhack 2.0, der ja vor einem Jahr stattgefunden hat. Der auch vom Stifterverein, glaube ich, soweit ich jetzt richtig weiß, und DAAD vor allem auch ins Leben gerufen wurde, gegangen und haben eben mit den Studierenden, die man auch hier oben zum Teil sieht und noch weiteren Studierenden,
Dann diesen Prototypen entwickelt, also an dem Hackathon einfach nur noch die Idee, ja, okay, dann kamen beispielsweise die Flaggen dazu und so ein bisschen weiter ausgestaltet, wie dieses Konzept umgesetzt werden kann, haben damit dann den Semesterhack gewonnen und somit auch eine Förderung für 3 Monate vom DAAD. Und im Rahmen dieser 3 Monate haben wir den ersten Prototypen entwickelt, so dass es eben die Grundfunktionalitäten, also Play, Pause, Chat, da waren. Und sind jetzt eben Schritt für Schritt dabei, das weiterzuentwickeln und haben dafür eine interne Förderung von unserer Hochschule eben. Genau. Dankeschön. Sie haben eben schon auch das Stichwort Studierende genannt. Jetzt ist die Frage von Viktoria Güttler aufgetaucht, ob Lernflix eben aktuell viel von den Studierenden benutzt wird und wie insgesamt das Feedback der Studierenden ist. Ja, also es wurde nur in Tests bisher so richtig von Studierenden genutzt und momentan sind jetzt die ersten Gespräche, dass es dieses Semester sozusagen in die reale Umsetzung geht. Da haben wir jetzt aber von den Kolleginnen, die das machen wollten, noch keine Rückmeldung, deswegen kann ich zu den aktuellen Live-Tests noch nichts sagen. Aber aus den Evaluationen waren die Rückmeldungen sehr positiv, also das fanden eigentlich alle sehr sinnvoll und würden das auch gerne weiter nutzen. Und haben uns aber natürlich dann auch eben wertvolle Hinweise gegeben, wie es vielleicht noch ein bisschen sinnvoller für sie wäre. Also genau. Aber das Feedback aus den Evaluationen, aus den Interviews, die wir geführt haben oder auch den Angaben zur Nutzbarkeit und so weiter, waren alle relativ positiv und hat uns auch bestätigt, das weiter fortzuführen. Weil man jetzt ja sagen könnte, okay, jetzt gehen wir hoffentlich wieder in den Normalzustand, wenn man einen Normalzustand hat, zurück. Wir hoffen und glauben aber daran, dass diese hybride Lehre mit digitalen Maßnahmen eben weiterhin bestehen bleibt und dass dieses Tool Lernflix ist natürlich nicht nur für die Corona-Semester entwickelt worden, sondern auch darüber hinaus. Also das ist in unseren Augen auch danach noch sehr sinnvoll in jeder Form, wenn man Videos hat, die sich Studierende zusammen angucken wollen und können und dürfen, dann ist das eine sehr sinnvolle Sache. Vielen Dank. Ja, dann, wenn, ich glaube, also 4 Minuten haben wir noch, von daher würden wir, wenn das für Sie in Ordnung ist, würde ich einfach noch 2, 3 verbleibende Fragen stellen. Mhm. Dann natürlich die Standardfrage, auch wie sieht es mit dem Datenschutz aus, weil das ja auch einfach teils doch auch eine sehr private Angelegenheit ist. Können Sie mir dazu was sagen? Ja, also momentan haben wir es so gemacht, dass wir sozusagen sehr transparent machen, was gespeichert wird. Und wir arbeiten, wie gesagt, aktuell auch gerade mit diesen Analytik-Geschichten daran, wie wir das so hinbekommen, dass es eben in anonymer Form geschieht, ohne dass da konkrete Datenschutzrechte von den Studierenden irgendwie eingeschränkt werden. Es ist momentan ja auch so, dass wir auch keinen Voice- oder Videochat haben. Das ist übrigens auch eine Funktion, die sich die Studierenden gewünscht haben. Dann wird es natürlich noch schwieriger, weil wir sozusagen auch Bildmaterial aufhaben. Momentan ist es ja nur in Anführungsstrichen der Text, der geschrieben wird. Und das Starten und Stoppen und so weiter, was wir speichern und noch keine Persönlichkeitsdaten im Sinne von wirklich Videomaterial, das es natürlich komplexer macht. Genau, also da sind wir uns wohl bewusst, dass das ein Problem und eine Thematik ist. Das ist aber unter anderem, weil das die finale Variante, wir da noch Maßnahmen treffen würden, auch der Grund, warum es noch nicht ausgerollt werden kann, weil das noch eine offene Baustelle ist, das wirklich so hinzukriegen, dass es komplett anonym dann auch verarbeitet werden kann. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann noch würde ich vorschlagen, die letzte Frage auch nochmal von Frau Scheurelen-Thela, wo die Softwarequelle liegt. Genau, also wir haben das Ganze bei GitHub, da müsste das auch jeder einsetzen können, eben auch als Open-Source-Variante. Das heißt, wer dann da Interesse hat an dem Software-Part, sich weiter einzulesen, der kann da mal schauen. Genau. Super. Sonst würde ich vielleicht, ich glaube, es kann sein, dass mir jetzt noch die eine oder andere Frage jetzt möglicherweise noch etwas untergegangen ist, aber ich würde jetzt vielleicht die Gelegenheit noch nutzen, ob Sie Ihre Adresse eingeben nochmal, dass wirklich alle die Möglichkeit haben, bei weiteren Fragen Sie anzuschreiben. Und ansonsten möchte ich Ihnen gerade auch noch das Feedback aus dem Chat geben, dass hier das Projekt als wirklich sehr toll gelobt wurde und als grandiose Idee auch herausgestellt wurde. Ein großer Dank auch aus dem Publikum und das ist ein sehr spannendes Projekt und auch ein spannender Vortrag war.
Das freut mich sehr. Wie gesagt, ich suche die Adresse raus und schicke sie über den Chat. Sie dürfen jetzt meinen Bildschirm nicht mehr sehen. Das heißt, die Freigabe hat hoffentlich funktioniert, dass ich es Genau, sehe. wir sehen Ihren Bildschirm allerdings noch. Wir sehen Sie Ach sozusagen so. jetzt einmal doppelt. Zumindest sehe ich das. Kann aber auch sein, dass es jetzt die Teilnehmer nicht sehen. Das ist etwas verwirrend. Für uns ist das Ja. Programm auch noch etwas neu. Okay, ich habe gerade die. Vielen Dank. Also man sieht Ihren Bildschirm tatsächlich. Also vielen Dank für die Ja, Rückmeldung. okay. So, wir gucken, wie ich da rauskomme. Sonst vielleicht, wenn Sie gerade Ihren einfach die E-Mail noch eingeben, dann beenden wir das, glaube ich, gleich. No, ich glaube, das müsste die richtige sein. Ah, Content Library, okay. Ach genau, da ist die Adresse. Also Jetzt habe ich es gleich so. lernflix@hs-ruhrwest.de. Ja, Frau Straßmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, auch im Namen des Publikums und ja, wünsche Ihnen weiter ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Dankeschön. Und vielen Dank für Ihren Vortrag. Sehr gerne. Also. Gut.